Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LED-Talk mit Alex. Ich bin der Alex und ihr schaut den LED-Talk. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß natürlich, dass wir uns aktuell ausgiebig mit dem Thema Controller beschäftigen. All die, die die letzte Folge aufmerksam verfolgt haben, sollten ja wissen, dass es aktuell drei Controller-Serien gibt. Das ist einmal die All-in-One-Serie, mit der wir uns in der nächsten Folge beschäftigen werden, die Taurus-Serie, mit der wir uns in der letzten Folge beschäftigt haben und natürlich die Standard-Line, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Die Taurus-Serie eignet sich hervorragend für fest installierte Wände, die autark agieren sollen. Was ist aber nun, wenn ich auf meine LED-Wand Live-Content bringen möchte, wie es zum Beispiel auf Konzerten typisch ist? Hier kommt die Standard-Line ins Spiel. Das sind Controller ohne viel Schnickschnack, was für uns bedeutet, dass unser Videosignal ohne großartigen Verzug auf der LED-Wand landet. Die Standard-Line besteht aus sehr unterschiedlichen Controllern. Das wäre einmal die kleinste Ausführung mit dem M-Control 300 und ein weiteres Gerät ist der M-Control 660 Pro. Aber worin unterscheiden sich diese Geräte? Hierfür müssen wir ein wenig tiefer in die Materie einsteigen, und zwar um genauer zu sein in das Thema Auflösung. Die typischsten Auflösungen, die man kennt, sind HD, Full HD, 4K und 8K. Nun ist es aber so, dass Novas da seine Geräte als 2K-Controller angibt. Das bedeutet für uns, dass die maximale Eingangsauflösung bei 1920x1200 liegt. Das sind ca. 2,3 Millionen Pixel und somit etwas über Full HD. Was das für uns in der Praxis bedeutet, möchte ich euch anhand des M-Control 300 darstellen. Bei dem M-Control 300 haben wir zwei Ausgänge, mit denen wir eine LED-Wand bespielen können. Pro Ausgang können wir 650.000 Pixel ansteuern, was in der Summe 1,3 Millionen ergibt. Das bedeutet für uns, wir können weniger Pixel ansteuern, als wir Auflösung besitzen und haben somit keine Probleme. Bei dem 660 Pro sieht die Sache schon ein wenig anders aus. Hier besitzt ihr 6 Ausgänge, mit denen ihr eine LED-Wand bespielen könnt, wodurch sich ergibt, dass ihr bis zu 3,9 Millionen Pixel ansteuert. Die Problematik hierbei ist, dass eure Eingangsauflösung geringer ist, wodurch ihr nicht genug individuellen Content auf eure LED-Wand bekommt. Diese Problematik würde ich ganz gerne einmal visualisieren anhand unserer LEDTEC P3. Bei 6 Ausgängen können wir bis zu 60 Quadratmeter LED-Wand ansteuern. Das ergibt in unserem Beispiel 20x12 Module. Durch die Eingangslimitierung können wir leider aber nur ca. 35 Quadratmeter mit Content bespielen. Das sind ungefähr 15x9 Module. Das heißt, der Rest bleibt schwarz. Um dieser Problematik entgegenwirken zu können, habt ihr 3 Optionen. Option Nummer 1 ist, ihr wollt unbedingt 60 Quadratmeter LED-Wand ansteuern. Hierfür müsst ihr die Bildwiederholungsrate eurer Eingangsquelle reduzieren, von 60 auf 30 oder 24 Hertz. Dadurch könnt ihr eine höhere Auflösung benutzen. Option Nummer 2 ist, ihr braucht gar nicht 60 Quadratmeter LED-Wand ansteuern und wollt mehr Sicherheit. Hier konfiguriert ihr ganz normal 3 Ausgänge, um eure LED-Wand anzusteuern und die restlichen 3 benutzt ihr als Backup. Option Nummer 3 ist, ihr braucht immer noch nicht 60 Quadratmeter ansteuern, aber ihr wollt ein besseres Bild. Hierfür erhöht ihr die Farbtiefe, Stichwort HDR, wodurch nur noch 320.000 Pixel pro Ausgang geschaltet werden können. Sollten euch 6 Ausgänge nicht reichen, um eure LED-Wand anzusteuern, so gibt es noch ein weiteres Gerät in der Standard-Line, was ich euch gerne in der Werkstatt präsentieren würde. Wir befinden uns in der Werkstatt und machen ein kleines Unboxing zum M-Control 4K. Der befindet sich in diesem schlichten Karton mit dem Novastar-Logo. Und was uns eigentlich interessiert, befindet sich in diesem Karton. Innen drin finden wir einen weiteren Karton mit den ganzen Zubehörteilen. Diese bestehen daraus, dass wir hier so eine Quality-Control-Karte haben. Ein Stromkabel mit Clip, HDMI, DisplayPort, ein USB-Kabel und ein Netzwerkkabel. Und das große Gerät ist natürlich hier gut gepolstert drin verpackt. So, es raschelt kurz. Und da haben wir schon das schöne Gerät. Wir wechseln gleich einmal die Kamera, damit ich euch ein bisschen mehr zeigen kann. In der Front haben wir einen Ausschalter und einen USB-Anschluss, ein Display mit Schutzfolie und klassisch für Novastar ein Drehregler mit Knopf und einer Zurücktaste. Ansonsten haben wir nur noch große Lüftergitter, damit das Gerät schön kühl bleibt. Dann drehen wir das einmal, weil die meisten Anschlüsse befinden sich natürlich auf der Rückseite. Auf der Rückseite finden wir ganze 16 Netzwerkanschlüsse, um LED-Wände ansteuern zu können. Besonders geeignet für große natürlich. Wir haben
einen Netzwerkbuchse und einen USB-Anschluss, um den Controller per Computer steuern und programmieren zu können. Einmal einen Genlock. Als Video-Inputs benutzen wir DisplayPort 1.2 und HDMI 2.0. Zudem gibt es noch Dual-DVI. Was spannend an dem Gerät ist, die optischen Ausgänge, auf die gehen wir später im Video ein, und natürlich einen Stromanschluss mit Schalter. So, jetzt nochmal die wichtigsten Fakten zum M-Control 4K. Bei dem Gerät handelt es sich um einen 4K-Controller, was für euch bedeutet, dass euch eine Menge Auflösung zur Verfügung steht. Solltet ihr den DisplayPort oder den HDMI-Anschluss benutzen, so könnt ihr eine maximale Auflösung von 4096x2160 benutzen. Das entspricht ungefähr 8,8 Millionen Pixel. Bei den DVI-Anschlüssen ist es ein wenig komplizierter. Pro Anschluss stehen euch gerade mal 3840x1080 Pixel zur Verfügung, was etwas mehr als 4 Millionen sind. Ihr könnt aber die Anschlüsse kombinieren, wodurch ihr auf eine Gesamtauflösung von 3840x2160 kommt. Das sind etwa 8,3 Millionen Pixel. Das Gerät verfügt über 16 Anschlüsse, mit denen ihr eine LED-Wand bespielen könnt. Jeder dieser Anschlüsse kann bis zu 650.000 Pixel kontrollieren, was für euch bedeutet, dass ihr über 10 Millionen Pixel ansteuern könnt. So, ich bin zurück aus der Werkstatt und habe euch den M-Control 4K und ein P4 Pro Modul mitgebracht, um euch die wichtigsten Features vom Gerät zu zeigen. Hierfür wechseln wir einmal auf das Display des Gerätes. Auf dem Hauptbildschirm erfahren wir schon einige Informationen zu unserem Setup. So sehen wir hier, dass aktuell nur über den HDMI-Eingang ein Videosignal anliegt, dass wir dieses Videosignal nutzen und es eine Auflösung von 1080p hat. Darunter sehen wir die Auflösung unserer LED-Wand, das sind 104x104 Pixel, und darunter sehen wir den aktuellen DIMM-Wert der LED-Wand, der bei 20% liegt. Oben rechts sehen wir die eingestellte IP-Adresse, mit der wir den Controller steuern können, und darunter haben wir eine große Aktivitätsanzeige, wo wir sehen können, welcher Port aktuell was macht. In unserem Fall wird nur ein Port genutzt. Darunter ist nochmal eine Aktivitätsanzeige für die Glasfaseranschlüsse. Wir benutzen aktuell kein Glasfaser. Und darunter sehen wir, dass unser Controller per USB an einem Computer verbunden ist. Jetzt zur Steuerung des Gerätes. Das Gerät verfügt über einen Drehknopf mit Klickfunktion. Wenn ihr diesen betätigt, landet ihr in einem Untermenü, wo ihr viele Einstellungen tätigen könnt. Eine der spannenden Einstellungen ist die DIMM-Einstellung der LED-Wand. Hierfür müsst ihr einmal bestätigen und euren gewünschten Wert einstellen. Das erneute Bestätigen nicht vergessen, da der Wert sonst nicht gespeichert wird. Und ein weiterer interessanter Punkt ist natürlich die Display Control. Hier könnt ihr euer Bild freezen oder ein Blackout erzwingen oder viel spannender ein Testpad anschalten, mit dem ihr eure LED-Wand auf Pixelfehler kontrolliert. Hierfür stehen euch die Farben Blau, Grün und Rot zur Verfügung. Habt ihr eure Einstellung getätigt und möchtet aus den Menüs raus, müsst ihr einfach ganz oft den Back-Button betätigen. Was natürlich richtig spannend an diesen Geräten ist, sind die Glasfaseranschlüsse. Was ihr damit machen könnt, führe ich euch gerne an der Teststation vor. Wenn man schon einen 4K-Controller benutzt, so möchte man meistens auch sehr große LED-Wände betreiben, wie sie zum Beispiel auf Konzerten zum Einsatz kommen. Auf solchen Veranstaltungen wird ganz gerne Live-Content auf die Wand gebracht, weswegen ein reibungsloser Ablauf zu gewährleisten ist. Was man da alles machen kann, möchte ich euch hier in diesem Setup demonstrieren. Unser Setup besteht aus zwei 4K-Controllern. Wir bei LEDTEC vermieten unsere Controller immer im Doppelpack für eine höhere Sicherheit. Zwei CVT-4KM, das sind Medienkonverter, um von Glasfaser wieder auf Kupfer zu kommen, und einer Glasfaserstrecke, mit der die Geräte verbunden sind. Hierfür nutzen wir Komponenten von Fiberfox. Wie sichert ihr eure LED-Wand? Variante Nummer 1, ihr benötigt nur ein Gerät, denn ihr benutzt maximal 8 Kanäle von diesem Controller, die restlichen 8 sind einfach als Backup konfiguriert. Variante Nummer 2 wäre, ich habe meinen Controller Nummer 1, konfiguriere diesen und überspiele die Konfiguration aufs Gerät Nummer 2. Und im Falle eines Ausfalles stecke ich alle Kabel um. Das dauert natürlich einen Moment, weswegen eine gewisse Ausfallzeit existiert. Die Variante 3 umgeht das, indem wir sagen, okay, ich benutze das zweite Gerät komplett als Backup und habe mein Videosignal dupliziert in beiden Geräten. Hat den Vorteil im Falle dessen, dass etwas ausfällt, die Ausfallzeit sehr gering ist, unter einer Sekunde. Es können aber auch Probleme existieren, indem man einen Versatz im Bild bekommt. Variante Nummer 4 ist, ich habe einen 4K-Controller und einen CVT-4K.
und dann konfiguriere den CVD 4K als Backup. Das bedeutet, ich habe 16 Kanäle an meinem Controller und 16 vorkonfigurierte Backup-Kanäle an meinem CVD. Hierfür müssen die Geräte per Glasfaser verbunden werden. Ein weiterer Vorteil der CVD-Geräte ist, dass ich sagen kann, dass mein Controller am FOH bleibt, wo die Videosignalwege sehr kurz sind. Ich mein CVD an die LED-Wand bringe, die beiden Systeme per Glasfaser verbinde, was sehr störungsunanfällig ist, und dann meine LED-Wand betreiben kann. Mit diesem Setup, bestehend aus zwei 4K-Controllern und den CVDs, seid ihr hervorragend aufgestellt für Großveranstaltungen und Live-Betrieb. Zurück im LaTeX-Studio. Wie ihr sehen könnt, das Modul ist weg, der Controller ist aus. Das bedeutet für uns, wir sprechen über die Vor- und Nachteile der Standard-Line. Der größte Vorteil dieser Serie ist, dass es einfache Sendekarten sind. Das bedeutet, sie sind sehr simpel in der Konfiguration. Es sind sehr schnelle Sendekarten, die besonders für den Live-Betrieb geeignet sind. On top steht euch noch der Low Latency Mode zur Verfügung, mit dem ihr bis zu einem halben Frame einsparen könnt. Es gibt Geräte, die bis zu 16 Ausgänge haben und 4K unterstützen. Es stehen euch weitere Features zur Verfügung wie 3D, 120 Hz und HDR. Für größere LED-Wände könnt ihr mehrere Controller koppeln, diese werden dann per Genlock getaktet. Per Glasfaser könnt ihr euer Setup erweitern. Nachteile dieser Serie sind, dass es wirklich nur reine Sendekarten sind, ohne integrierten Scaler, was für euch bedeutet, dass der Content passend zu eurer LED-Wand erstellt werden muss oder ihr ein zusätzliches Gerät benötigt, das den Content anpasst. Ein weiterer Nachteil dieser Serie ist, dass man manchmal an den Einstellungen tricksen muss, um das volle Potenzial der Geräte entfalten zu können. Einige Geräte sind in den Eingängen eingeschränkt, so verfügt nicht jeder Controller über einen HDMI- oder SDI-Eingang. Alex Fazit. Die Controller der Standardline eignen sich hervorragend für feste Installationen und den Touring-Bereich, wenn es darum geht, Live-Content auf die LED-Wand zu bringen. Sie lassen sich unkompliziert in bestehende Videosysteme integrieren, wie zum Beispiel einer Videoregie. Alex Fazit. So, das war eine ganz schön ausführliche Folge LED-Talk mit Alex. Falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne im Kommentarbereich. In der nächsten Folge geht es dann um die All-in-One-Series. Bis dahin, euer LedTech Alex.